Nächstes Bild. Halt! Stehen bleiben, Fremder! Okay. Aha, aha. Oh, 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 jetzt wird das ganze Bild aufgedeckt. Cool. Okay, okay, okay. Ich gucke mich erstmal um. Hier sind Eier. Ich laufe erstmal hier rüber, hol die Eier. Pilze. Dann sprechen wir weiter. Sind das hier Tiere, die ich jagen kann? Na, wahrscheinlich nicht. Okay, 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 okay. So, ich ignoriere dich einfach und gehe einfach weiter. Armeepatrouille ist das. Dann haben wir trauriger Kleinbauer. Oh nein, der ist traurig. Und hier ist noch jemand, der mit uns... Verzweifelter Bauer. Oh, traurig und verzweifelt sind sie hier in der Gegend. Oh, das ist aber nicht schön. Na gut, ich glaube, das ist dringlich, mit denen hier zu sprechen. Wahrscheinlich brauchen wir irgendwelche Voraussetzungen, um da durchzukommen. Das ist der Weg nach Westen und in die Stadt. Er wird von Soldaten bewacht, die mich nicht passieren lassen. Dank der Banditen darf kein Fremder passieren. Aber ich bin ja kein Bandit. Ich bin ein Opfer. Ich bin hier das Opfer. Und ich sehe noch mehr Eier. Die waren aber auch tricky versteckt hier unten. Bin mal gespannt, ob wir am Ende alle Eier finden. Oder zumindest genügend. Manche sind bestimmt gut versteckt. So, aber warum lässt er mich nicht... Was kann ich denn tun? Hörst du schlecht? Der Weg in die Stadt ist gesperrt. Aber ich muss da durch. Okay, dann sprechen wir mit ihm hier, mit dem verzweifelten Bauern. Der Bauer erzählte mir, dass die Wildschweine aus dem Wald immer wieder seinen Garten verwüsten. Er ist verzweifelt. Allein kommt er nicht gegen sie an. Ja, ich habe es versucht, aber die Wildschweine sind schlauer als ich. Tut mir leid. Achso, die da unten. Es geht um bestimmte Wildschweine. Pilze. Was brauchen die? Eine kleine Familie Wildschweine isst das Gemüse aus dem Garten des Bauern. Sie hat sich richtig dort niedergelassen. Oh, eine Familie. Ja, da brauche ich auch wieder, da brauche ich einen Helfer. Einen Jäger. Benötigt einen. Ich habe null. Ich habe keinen Jäger dabei. Ich kann nicht drei Wildschweine auf einmal erlegen. Ich kann nicht mal ein Wildschwein erlegen. Ich könnte Hilfe von einem geübten Jäger gebrauchen. Ja, ich bin leider nur ein Anfängerjäger. Okay, wir brauchen also einen Jäger für die Geschichte hier. Dann sprechen wir hier mit demjenigen. Achso, hier kann man auch übernachten. Ich bin gespannt, was man da braucht. Und hier gibt es irgendwie was zu essen. Küche im Gasthaus, okay. Aber wir sprechen erstmal mit dem traurigen Kleinbauern. Such nochmal richtig. Vielleicht ist der Jäger hinter was gerutscht. Ja, in der Frauenhandtasche. Kann schon sein. Ich wühle gleich nochmal durch im Rucksack. Der Kleinbauer ist traurig, weil er den Schal, den ihm seine Liebste strickte, verloren hat. Oh nein, ein schöner pinker Schal. Das ist ja traurig. Er verlor ihn beim Pilzesammeln nahe des Gasthauses. So, ist das hier das Gasthaus? Ja, dann kann ich ihn doch bestimmt irgendwo finden. Ach, da ist ein Wolf. Und da sind Eier. Der Wolf hat Eier. Zwei Stück. Okay, da haben wir wieder nicht genug Energie für. Schauen wir mal, was wir brauchen, um hier zu schlafen und was es hier zu essen gibt. Der Gastwirt benötigt allerlei Vorräte, damit er Speisen zubereiten kann. Wenn ich Lebensmittel finde, die ich nicht benötige, kann ich sie ihm verkaufen. Ah, hier zum Beispiel Fleisch, ne? Wenn ich jetzt also Tiere jage und Fleisch bekomme, könnte ich hier Geld für bekommen. Die Sache ist, ich habe das Gefühl, sehr viel Geld zu haben. Ja, ich habe sehr viel Geld, aber wenig Lebensmittel, die ich gebrauchen kann. Also um zu übernachten und so. Ich habe jetzt jede Menge Pilze und Eier. Aber... Achso, kann ich nicht... Warte mal, waren nicht zwei Brote oder drei Brote brauchte die Köchin in dem anderen Dorf? Eier und Brot brauchte die auf jeden Fall. So, dann schauen wir hier. Das Gasthaus an der Kreuzung bietet eine gemütliche, komfortable Übernachtungsmöglichkeit an. Für 20 Gold. Ah, okay. Gut, dann hat sich das gerade erledigt. Dafür brauche ich Gold. Sehr schön. In einem richtigen Bett schläft es sich viel besser als draußen auf dem harten Boden. Das testen wir doch direkt mal aus. Yay, plus 20. Also quasi 1 zu 1. Eine Münze für ein Herz. Diese Räume sind wirklich komfortabel. Ich fühle mich erholt und voller Kraft. Dann können wir ja jetzt den Wolf da angehen. Yay! Fell! Okay.
Und da liegt etwas Rosanes. Ich dachte, wir können jetzt vielleicht in die Richtung gehen und dort suchen, aber wir haben es schon gefunden. Der Kleinbauer ist traurig. Achso, ja, genau. Das ist immer wieder der gleiche Text, muss ich mir mal merken. Oh, dies ist der Schal, den mir meine Liebste schenkte. Danke, dass du ihn für mich gefunden hast. Sehr gerne. Der Kleinbauer war so glücklich, dass er mir fast all sein Hab und Gut gehabt. Es ist nicht zu übersehen, dass er sehr verliebt ist. Oh, wie knuffig. Ja, Eier habe ich jede Menge. Aber hey, Münzen fliegen, zum Fliegen fischen. Aber die sehen wirklich aus wie Libellen. Auch schön. Sehr gut. Wow, noch mehr Eier, genau. Noch mehr Eier. Lembasbrot. Und noch mehr Lembasbrot. Wir werden uns jetzt 5 Tage lang von Eiern ernähren. Proteine. So, was wollte ich noch? Achso, ich muss einen Jäger finden. Ja, wir können weitergehen oder zurückgehen. Wahrscheinlich ist es interessanter, neue Bilder aufzudecken. Ne? Wir gehen erstmal weiter. Weiter voraus. Wir können ja jederzeit zurück. Hoffe ich. Könnte natürlich auch sein, dass Dinge passieren, die uns den Rückweg versperren, aber... Okay, hier Tiere, da Pilze. Händler, hier ist ein Weg, da wollen Leute mit uns sprechen. Hier könnte ein Jägerlehrer sein. Okay, vielleicht können wir da auch einen Jäger anwerben für unsere Zwecke. Getreide für den Müller. Hier haben wir wieder jemanden, Frau des Bauern. Okay, hier gibt es ganz, ganz viel zu sehen und zu tun. Falls es mal einen Pranger gibt, können wir die Eier gebrauchen. Vor allem, weil sie bis dahin schlecht sind. Stimmt. Ich nehme nochmal welche mit. Oder fauliges Gemüse auch. Obst. Besonders die roten Eier. Die roten Äpfel eignen sich bestimmt gut zum Werfen. 5 Tage nur von Eiern ernähren. Hoffentlich weht der Wind nicht ungünstig. Schon mal ausprobiert, Malkaf? Sind Eier in der Hinsicht? Ist das so? Weiß ich gar nicht. Ich esse nicht so viele Eier. Ich dachte Zwiebeln und sowas. Zwiebeln und Kohl. 5 Tage Zwiebeln und Kohl. Das pustet ja alles durch. Okay, wir handeln hier mal alles ab und sprechen mit den ganzen Leuten. Die Frau des Bauern backt Brot. Ich würde gerne eines davon kaufen, aber sie hat keines übrig. Map, map, map. Das frisch gebackene Brot ist für die Arbeiter, die den Zaun um den Bauernhof ziehen. Gut, dann lass mich doch einfach so ein bisschen Zaun reparieren hier. Sie erzählte mir, dass diese viel zu lange dazu brauchen. Wahrscheinlich faulenzen sie nur, anstatt zu arbeiten. Dann würde ich ihnen auch kein frisches Brot backen. Dann mache ich das doch, dann bekomme ich das Brot. Holz brauchen wir dafür. Natürlich brauchen wir Holz dafür, was sonst? Der Bauer hat dem Müller ein wenig Getreide versprochen, damit dieser die neue Mühle ausprobieren kann. Nur scheinbar hat er es nicht rechtzeitig, kann er es nicht rechtzeitig liefern. Ich habe angeboten, das Getreide zur Mühle zu tragen. Ich kenne den Weg und es ist eine gute Gelegenheit, ein wenig Gold zu verdienen. Also wieder Gold. Okay. Also zurück zur Mühle. Kauf noch ein paar Steine. Flasche und... flache und spitze. Und ein Paket Kies. Wir nehmen einen großen flachen, einen mit Spitzen und ein Paket Kies. Ein Bart dazu. Nein, Sie sehen doch, ich habe keine Zeit, zur Steinigung zu gehen. Ah, herrlich. Ich liebe diesen Film. Komm näher, Söhnchen. Du wirst doch sicherlich einer alten Frau helfen wollen. Das kommt sehr darauf an, was die alte Frau von mir möchte. Diese alte Heilkundige benötigt Blüten der Obstbäume, die hier wachsen. Sie bat mich um Hilfe. Ich soll die Blüten pflücken. 5 Körbe voll sollten genügen. 5! Werfet den Burschen zu Boden. Genau. Was brauchen wir da? Jede Menge Körbe, natürlich. Hast du auch Körbe vielleicht für mich im Angebot, Lady? So, hier sprechen. Ein Jäger aus dem Wald. Beim Ausguck der Jäger steht ein trauriger Jäger. Oh nein, warum sind die Leute hier alle so traurig? Er erzählt mir, dass er im dunklen Wald jagen war. Leider musste er die Jagd abbrechen, als die Banditen kamen. Das ist natürlich traurig. Als ich ihm über meine Erlebnisse mit den Banditen erzählte, bat er mir sofort seine Hilfe an. Hey, ich habe einen Jäger gefunden. Siehst du mal? Das war einfach. Setz dich, nimm dir einen Keks. Du Arsch.
Wir sind die Volksfront von Judäa, nicht die jüdische Volksfront. Beim Turm steht ein Jäger. Sein Name lautet Brent. Er hat mein Wolfsfell betrachtet und war überrascht, dass jemand wie ich einen Wolf getötet hat. Danke. Wenn ich möchte, wird er mir beibringen, mit einem Bogen zu jagen. Aber ich muss ihm beweisen, dass ich bereit dazu bin. Aha. Also, genau wie der Alchemist, der dann mir auch irgendwas beibringen möchte, wenn ich Voraussetzungen erfülle. Okay, wenn ich Brent diese Trophäen bringe, bringt er mir weitere Jagdfertigkeiten bei. Ist das eine Bärenklaue? Eine Bärentatze. Also wenn ich es schaffe, einen Bären zu erlegen, dann brauche ich von ihm auch nichts mehr zu lernen. Und Geweih. Ja, hier standen doch, irgendwo standen doch eben Hirsche rum. Okay, außerdem Gold und einen Ruf von 100. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. So, dann hier unten. Hier haben wir noch einen Händler. Die populäre Front. Die sitzt da drüben. Wolfzitzenchips, genau. Otternasen, Ozelotmilch. Fleisch zu verkaufen. Hey, Fleisch zu verkaufen. Ja. Ich habe gerade noch keinen Bedarf. Deswegen... Aber dann weiß ich schon mal, dass es hier welches gibt. Oh, guck mal, hier liegt auch irgendwie noch ein Fohlen oder so. Oder ein kleines Pferdchen in der Ecke. So, und dann haben wir hier noch verlorene Schafe. Ah, guck mal, da ist eins, da ist eins. Da ist eins. Wimmelbild. Da ist eins. Muss ich die alle finden? Letzte Nacht verlor der Schäfer seine Schafe. Er bat mich, sie zu finden. 6 Stück. Okay. 1. 2. 3. 4. 5. Und da. Yay! Knuffig. Ich mag Wimmelbilder. Sollten wir auch mal wieder spielen. Ich hatte auch irgendeins, habe ich ziemlich weit oben auf meiner Wunschliste, glaube ich. In Steam, das ich mir schon mal rausgesucht hatte. Letzte Nacht verlor der Schäfer... Ja, genau. Ich brachte dem Schäfer seine verlorenen Schafe. Er hat sich sehr gefreut, sie wiederzusehen. Und als er sie zählte, ist er eingeschlafen. Ich habe ihm gerne geholfen. Ich weiß, wie es ist, einen Bauernhof zu bewirtschaften und niederzubrennen. Niederbrennen zu sehen. Er erzählte mir, dass er vor einigen Tagen Wölfe nahe dem Schafspferch gesehen habe. Er macht sich Sorgen um seine Schafe. Ich kann ihm bestimmt helfen. Ich habe einige Wölfe getötet. Und ich habe einen Jäger dabei. Ja, da brauche ich auch den Jäger. Der wird bestimmt aufgebraucht, oder? Benötigt einen Jäger. Ich habe einen. Habt ihr das gehört? Das Wolfsgejaule. Ja, die Wölfe erstmal oder unten die Wildschweine? Den Jäger brauche ich ja auch für die Wildschweine. Ja, ich brauche ihn jetzt für beide Aktionen. Ja, komm, jetzt sind wir gerade hier. Overkill. Hey, 3 Felle. Und jetzt kann man hier oben auch Kräuter sammeln. Okay. Vielen Dank für deine Hilfe, mein Freund. Du bist ein wahrer Held. So sagt es der Titel des Spiels. Die Wölfe sind beseitigt. Nun kann der Schäfer ruhig schlafen. Zur Belohnung gab er mir noch ein Stück Käse. Mensch, danke. Denk daran, den Bauernhofsbesitzer zu besuchen. Er hält eine schöne Belohnung für dich bereit. Okay. So, was gab es jetzt hier? Achso, der Bauernhofbesitzer ist überglücklich, weil ich seinem Schäfer half, die Schafe zu beschützen. Ah, okay. Hier kriege ich die eigentliche Belohnung. Stück Käse. Aber hier gibt es nochmal ein bisschen was. Sehr schön. Er bietet mir Käse und Fleisch zu guten Preisen an. Ach, Käse kann ich jetzt auch kaufen hier. Zu guten Preisen. 11 und 9. Okay. Aha, aha, aha. Sehr schön. So. Käse. So, Käse. Die Belohnung ist Käse. Okay, so. Dann, gehen wir erstmal wieder zurück. Ich habe den Jäger ja jetzt nicht verbraucht, glaube ich. Sollten wir nicht auch hier irgendwo ein Paket abholen noch? Ach, wir nehmen erstmal die Wildschweine hier. Habe ich noch die Energie dafür? 9, ja. Komm, dann, wo wir gerade den Jäger im Gepäck haben, dann nehmen wir noch die Wildschweine hier mit.
Die ganze Familie. Hey, Fleisch. Jetzt haben wir auch Fleisch. Die Wildschweinjagd war erfolgreich. Nun habe ich viel Fleisch. Kann ich hier die Tiere angreifen? Nee. Aber die geben bestimmt Geweihe. Okay, hier könnten wir wieder schlafen. Ja, wir haben jetzt nur einen Gesundheitspunkt. Dann können wir tatsächlich hier schlafen. Oder wir gehen erst einmal zurück und gucken, was wir mit dem einen Punkt machen können. Noch so. An Dingen. Ich gehe einfach wieder ganz zurück. Immer mal wieder... Ah, siehst du, das Wildschwein ist nämlich wieder da. Siehst du mal. Vielleicht kann ich mit dem Jäger... Habe ich da mehr Erfolg, aber der kommt dann nicht zum Einsatz. Leider. Okay, so. Sollten wir hier nicht ein Paket abholen? Genau. Einer der Arbeiter wollte seinem Bruder, der auf dem Gehöft bei der Mühle lebt, ein Paket schicken. In dem Paket sollte sich ein Seil und eine Fackel befinden. Er wollte sie aus dem Lager stehlen, aber hatte keinen Erfolg dabei. Nun weiß er nicht, was er tun soll. Leider wurden ihm die Hände abgehackt für den Versuch zu stehlen. Also, der eine bittet uns, das Paket abzuholen. Und der andere bittet uns jetzt überhaupt erst die Dinge zu besorgen, die in das Paket rein sollten. Auch geil. Seil und Fackel. Mensch. Da habe ich jetzt tatsächlich wenig Ambitionen, denen zu helfen irgendwie. Also, keine Ahnung, was sind das für Gestalten? Warum sollte ich das tun? Bei allen anderen ist so, okay, ich helfe dir gerne. Aber bei denen jetzt? Was springt dabei raus? Ich hoffe, ich bekomme viel Ruhm dafür. Wahrscheinlich wird mir... Oder Ruf. Wahrscheinlich wird mir Ruf abgezogen, wenn ich denen helfe, irgendwie ihre Machenschaften voranzutreiben. Kuriosität. Ich mach mich mal, ihr Lieben. Viel Spaß noch beim Pointen und Klicken und Wimmelbildern. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Eine gute Nacht wünsche ich dir und morgen auch wieder einen schönen Tag. Und dann sieht man sich hoffentlich die Tage mal wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. So, also denen zu helfen hat jetzt irgendwie keine große Priorität für mich. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Zumal ich die Sachen dafür ja kaufen müsste. So, wir können aber hier der Dame ihr Zeug bringen. Der Köchin. Die Köchin bereitet das Abendessen für einige der Arbeiter vor. Genau. Was bekommen wir dafür? Ich gab ihr einige meiner Lebensmittel. Sie bedankte sich, bezahlte die Lebensmittel und machte sich daran, das Essen zuzubereiten. Ja, ein bisschen Ruf und ein bisschen Geld. Okay, hier ist wieder was. Ach genau, das Getreide. Haben wir ja auch dabei. Der Müller erwartet die erste Getreidelieferung vom Bauern, damit er seine neue Mühle ausprobieren kann. Jawohl. Ich gab dem Müller das Getreide und er konnte seine neue Mühle ausprobieren. An seinem zufriedenen Lächeln konnte ich erkennen, wie glücklich er war. Die Mühle läuft gut. Er gab mir ein paar Goldmünzen und einen Sack Mehl. Sehr schön. Gott, wenn die Mühle jetzt nicht... Okay. Wenn die Mühle jetzt nicht gut gelaufen wäre, hätte er mich vielleicht direkt aus dem Dorf getrieben oder so. Hier oben ist jetzt mittlerweile ein Wolf aufgetaucht. Den könnten wir auch jagen. So, was bedeutet das hier jetzt? Achso, Tauschgeschäfte wieder. Der Müller kann jederzeit Mehl für mich herstellen. Ah, okay. Also wenn ich ihm Getreide und etwas Geld bringe, dann kann er mir dafür Mehl herstellen. Ein Tauschgeschäft ist das praktisch. Na gut, okay. So, jetzt haben wir allerdings mittlerweile keine Energie mehr. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir haben so viel Geld. Am liebsten würde ich jetzt tatsächlich immer hier schlafen. Weil wir zum einen recht viel Geld haben und zum anderen das natürlich am meisten Energie herstellt. Hm. Ja, komm, eine Nacht auf jeden Fall mal noch. Yippie! So, und dann gehen wir hier noch raus. In diese Richtung. Achso, Körbe brauche ich ja auch noch. Wo gab es die nochmal zu kaufen? Ach, das ist, glaube ich, das Schwierigste daran, dass man sich überall merken muss, wo gab es denn das, was ich brauche. Wir gehen erstmal hier raus. Hilfe, Hilfe! Ein Geist? Okay. Ein Geist. Jetzt wird's spannend. Na, wir haben noch 10 Minuten.
Wäre natürlich ein guter Zeitpunkt für einen Break. Flusskrebs! Flusskrebs! Pilze! Eier! Flusskrebs! Noch ein Flusskrebs! Erstmal alles abhandeln hier. Eier! Pilze! Okay. Habe ich alles? Weiß ich nicht. Wird mir bestimmt gleich jemand sagen, ob es noch was gibt. Hier gibt es übrigens keinen Fallschaden. Oh, stimmt. Hoffe ich zumindest. Yeah, ich spiele ohne Fallschaden. Und es scheint auch kein begrenztes Inventar zu geben. Hier wird einfach das Inventarfenster beliebig größer. Wie geil ist das denn? Mega innovativ. Achso, hier können wir Holz holen. Genau, Holz brauchen wir ja auch für den Zaun, damit wir dann Brot bekommen. Ah, diese Zusammenhänge hier immer alle. Und was ist das hier? Können wir den Schuppen abreißen oder was? Der Bootsbauer. Dann können wir vielleicht weiter rausfahren. Ah, spannend, was es hier alles gibt. Okay, erstmal hier. Inventastisch, genau. Ein verängstigter Mann, das mit dem Geist. Jetzt bin ich gespannt. Vom Friedhof kommt ein verängstigter Mann gelaufen. Er schreit, dass er einen Geist gesehen habe. Ja, geil. Okay, mit dem Geist können wir auch reden. Ein Geist. Okay, das Normalste, wo gibt. Ja, da ändert sich die Musik direkt. Über einem der Gräber schwebt ein Geist. Je näher ich ihm komme, desto mehr Angst habe ich. Ich überwand meine Angst und näherte mich dem Geist. Überraschenderweise war er gar nicht so schaurig wie erwartet. Der Geist scheint mir etwas mitteilen zu wollen. Seine Stimme weht mit dem Wind davon. Aber ich konnte zumindest verstehen, dass er seinen größten Fang vermisst. Aha, jetzt brauche ich ein Boot, um den Fang im Wasser zu finden, oder was? Seinen größten Fang. Dann erzähl mir doch mal, was das für einer ist. Was es damit auf sich hat. Ich beschrieb dem verängstigten Mann meine Begegnung mit dem Geist. Das schien ihn ein wenig zu beruhigen. Er sagte mir, dass es der Geist des alten Jack sein müsse. Ganz typisch, der alte Jack. Es gibt immer einen alten Jack. Einem Angler. Er kannte ihn nicht besonders gut, also wusste er nicht, was mit den Worten des Geistes gemeint war. Ich sollte die Angler hier in der Gegend befragen. Sie kannten ihn besser. Okay, alles klar. Geil. Okay, mit denen können wir sprechen. Erstmal schauen, was die Dame hier noch, die Händlerin, verkauft. Aha, Pilze. Hey. Der Händler kauft gerne Lebensmittel für die Zubereitung von Speisen an. Also hier bekomme ich wieder Geld für Pilze. Oder für Lebensmittel. Für Flusskrebse und so. Ist das damit gemeint? Hieß es nicht, es gibt Leute, die sie sammeln? Ach so. Ich bin das quasi. Ich bin derjenige, der die sammelt. Mein Gedanke war, dass wir irgendwann jemanden finden, der sagt, bring mir Flusskrebse. Das haben wir jetzt quasi. Aber das ist halt ein normaler Händler. Ich dachte, es sei irgendwie tatsächlich ein Sammler oder so. Die Idee war, dass ich die sammeln sollte. Jetzt verstehe ich's. Okay, sprechen wir mit den... Achso, hier ist noch ein Händler. Moment. Anglerladen. Okay, hier können wir wieder Geld ausgeben für Fische. Die kann ich mir ja dann auch fangen. Neue Angel. Okay, das könnte natürlich ein Hinweis darauf sein, dass unsere eventuell kaputt geht nach einer Weile. Fliegen als Köder. Hier haben wir einen Kescher. Mhm. Können wir damit Schmetterlinge auch noch zusätzlich einfangen oder so? Und einen Fischerhaken. Ja, vielleicht brauchen wir für den großen Fang tatsächlich irgendwie was Größeres. Für den Wal, den weißen Wal, der hier draußen in dem Teich lebt. Und ein leeres Fass. Mhm, okay. Dann haben wir zumindest schon mal alles irgendwie gesehen, was es hier gibt. Ossipi, hey! Herzlich willkommen und vielen Dank für den Raid! Du hast XCOM gespielt. Wie ist es gelaufen? Überfall! Hey, Lord Antrax! Auch dir herzlich willkommen hier. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr reinschaut. Ossipi, mein begnadeter Rätselpartner. Aloha Sania, aloha Powerlord, aloha Malkaf, aloha Bummelerster, aloha Esper und alle. Aloha Ossipi! Wuhu! Bis zum Ende lief es vergleichsweise gut. Dann kamen die Hummermenschen. Die Hummermenschen? Okay, ich verstecke mal die Flusskrebse, die wir hier im Inventar haben, damit Ossel die nicht sehen muss.
Hummermenschen. Witzig. Crab. Crab People. Mit P. Okay. Und dann lief es nicht mehr so gut bei denen. Gut erkannt, ja. P statt B. Alles klar, ich hab's verstanden. Ich bin nämlich schlau. Ich habe eine Auszeichnung bekommen, die mir das bescheinigt. Ich weiß nicht mehr, welches war. Wo war die denn? Ja, hier, genau. Schlau. Ich bin schlau. Ich habe einen Handel abgeschlossen. Nicht, dass das schwierig wäre. Nicht, dass irgendetwas in diesem Spiel schwierig wäre. Aber es ist trotzdem, es ist ganz entspannt und knuffig. Wir sind auf der Suche nach unserem Vater, nachdem Banditen unseren Bauernhof niedergebrannt haben. Und jetzt ziehen wir durch die Lande und helfen traurigen Menschen und bekämpfen Wildschweine und dergleichen. Sammeln Pilze und Eier, jede Menge. Und gehen zwischendurch angeln. Sagen wir haben gewonnen. Oh, ja, okay. Mit Minuspunkten und keiner der Zivilisten stand mehr. Aber wir haben gewonnen. Das ist die Hauptsache. Hauptsache bestanden, Ossel. Ist doch egal, was die Zivilisten angeht. Hauptsache bestanden. Genau, ich bin wie Homer. Klug. K-L-U-K. Richtig. Ich habe von Hero of the Kingdom bisher alle durchgespielt. Oh, okay. Na dann. Wendet euch an Ossel, wenn ihr wissen wollt, ob es sich lohnt. Ist ein perfektes zum Einschlafen-Game. Ja, ich merke es auch schon. Alle fünf. Ja, also wie gesagt, wenn das jemand noch für sich entdeckt jetzt hier, es ist gerade im Summer Sale auch 75% reduziert. Alle Teile im Moment für unter 10 Euro zu haben, sagte der Powerlord, glaube ich, eben. Von daher. Auch die Lost Tales, oder wie die heißen. Ja, genau, ich hatte schon gesehen, dass es da noch so ein paar Sachen gab. Ja, cool. Wir versuchen gerade rauszufinden, was es mit dem Geist hier oben auf sich hat. Das scheint der Geist des alten Jack zu sein, eines Anglers, Fischers, der hier gelebt hat. Und er vermisst seinen größten Fang. Und wir müssen jetzt herausfinden, was es damit auf sich hat. Hier ist außerdem noch ein verirrter Gehilfe. Okay, wir sprechen erstmal mit den Fischern hier. Ich überlege auch gerade, für unter 10 Euro, für alle 5. Ja, auf jeden Fall, bei 75%. Die Serie sagt mir gar nichts. Nee, uns bisher auch noch nicht. Allen anderen hier, außer Ossel. Ossel hat ja halb Steam in seiner Bibliothek, glaube ich manchmal. Immer wenn ich ein Spiel entdecke, wo ich denke, oh, was ist das denn? Dann steht da immer, einer deiner Freunde hat das. Und das ist immer der Ossel. Ossel hat alle Spiele. Ja, tatsächlich. Ich finde es tatsächlich auch ganz entspannt und ganz chillig so. Von der Spielart her. Es ist so, jetzt haben wir gerade in dem Bild haben wir es schon abgearbeitet, aber es ist noch so ein Teil Wimmelbild mit dabei. Also wir können hier in den Wäldern irgendwie Pilze anklicken und Vogelnester und solche Dinge. Also es ist so eine, es war auch in irgendeiner Bewertung vorhin genannt, eine Mischung aus Wimmelbild, Point-and-Click-Adventure und Rollenspiel oder sowas. Da war ich zuerst, war ich so ein bisschen skeptisch, so wie ist das denn gemeint mit dem Wimmelbild und so. Jetzt mittlerweile verstehe ich es. Und ich finde es ganz chillig. Also es ist gut möglich, dass ich mir eventuell auch die restlichen Teile noch hole. Ob wir sie dann im Stream tatsächlich online, also on-stream spielen, weiß ich nicht, ob das für euch so spannend ist. Müsst ihr dann entscheiden. Aber es könnte sein, dass ich bis Ende des Sales da eventuell auch nochmal zugreife. Mal sehen. So, jetzt aber zu den Anglern. Ich konnte nicht viel über den alten Jack herausfinden, außer dass die Dorfbewohner ihn sehr schätzten. Okay, nächster Angler. Der Angler auf dem Pier sagt, dass er den alten Jack überhaupt nicht kannte. Ich glaube, dass er lügt, aber ich weiß nicht warum. Geheimnisvoll. Ich habe herausgefunden, dass der alte Jack gerne mit seinem goldenen Ring prahlte. Man sagt, dass er ihn beim Fischen gefunden habe. Okay, dann ist das sein größter Fang. Der eine Ring, sein Schatz. Da müssen wir den wohl finden. Aha, so, und schon tauchen hier wieder neue Optionen auf. Jacks Schwester. Aha, na, die wird ja wissen, wo der Ring ist. Vielleicht hat sie ihn sogar. Für 12 Euro gibt es ein Bündel mit noch mehr Games. Ja. Aber Lord, schlag zu. Fest und schnell und unerwartet. So, dass Steam es gar nicht merkt. Die Frau des Besitzers des Anglerladens sieht mich skeptisch an. Sie fragt mich, warum ich so interessiert an dem verstorbenen Jack sei. Als ich es ihr erklärte, sagte sie, dass sie Jacks Schwester sei.
Ich dachte, sie solle lieber wissen, was auf dem Friedhof vor sich geht, also erzählte ich ihr alles. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie reagiert. Die arme Frau ist total verängstigt. Ich muss ihr einfach meine Hilfe anbieten. Ich habe sie ja auch total verängstigt. Okay. Ach so, da, okay. Ich habe ihr wohl meine Hilfe angeboten. Scheinbar. Sie ist vielleicht total verängstigt, weil sie den Ring hat und jetzt Angst hat, dass Jack zu ihr kommt oder so. So, jetzt haben wir hier noch den verirrten Gehilfen. Einer der Angler vermisst seinen Gehilfen. Vor 2 Tagen sandte er diesen aus, etwas zu besorgen, aber er kam nicht zurück. Okay, hat er ihn in den Wald geschickt oder auf den See oder... Okay, den müssen wir also finden. Vielleicht finden wir ihn... Hier steht jemand. Mann im Wald. Okay, vielleicht, wenn wir hier die Bäume... Umgestürzte Bäume. Okay, die hindern ihn vielleicht daran zurückzukommen. Den Mann im Wald. Vielleicht ist der auch verwandt mit dem Mann im Mond. Man weiß es nicht. So, was brauchen wir dafür? Natürlich eine Axt. Wir haben keine Axt. Die müssen wir erst wieder irgendwo finden. Wir erlegen mal das Wildschwein, wo wir gerade hier in der Nähe sind. Bekommen dafür 3 Fleisch. Dann können wir noch ein bisschen angeln gehen. Einfach, weil wir es können. Oh nein, meine Angel ist während des Angelns kaputt gegangen. Sagte ich es nicht gerade eben? Sprach ich nicht derlei Dinge aus, dass der Angelladen ein Hinweis darauf sein könnte, dass Angeln kaputt gehen können? Ah, Dreck. Jetzt muss ich erst eine neue Angel kaufen. Was kostet die? 22. Alles kostet hier mal 22. Also alles, was ich haben will, kostet immer 22. Naja, wir haben es ja. Komm, eine Angel ist, glaube ich, eine sinnvolle Ausrüstung. Was ist das hier noch gleich? Das, der Bootsbauer, der kann uns vielleicht eine Axt verkaufen. Hier lebt der Bootsbauer. Als ich mir das halb fertig gebaute Boot ansah, kam ein Mann aus der Hütte und sagte, dass er mir bei Bedarf ein Boot bauen könnte. Ich muss das Boot bezahlen. Ach was. Okay. Dafür brauchen wir allerdings schon einen Ruf von 75. Wird also auch noch eine Weile dauern, bis wir das herstellen lassen können. Und wir brauchen Holz. Was haben wir für einen Ruf im Moment? 54. Naja. Mit fast jeder abgeschlossenen Aufgabe bekommen wir wieder ein bisschen. Von daher. So, wo gab es denn jetzt... Wir werfen nochmal einen Blick auf unsere hübsche Karte hier. Wo gab es denn jetzt die Axt noch gleich zu kaufen? So sind wir mittlerweile gelaufen. Mal gespannt, was hier dazwischen liegt. Obwohl, das scheint ja dann der See zu sein. Hier muss der See liegen. Gab es hier das Werkzeug? Irgendwo gab es einen Werkzeugverkäufer. Oder bei der Mühle. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Weiß das von euch noch jemand? Ich gehe mal hierhin zurück. Wo die beiden hier mit ihrem Paket sind. Hatte der eine Axt? Nee, der hatte eine Spitzhacke. Aber er könnte mir noch ein Seil und eine Fackel verkaufen. Aber, hallo? 29 und 17? Als ob ich so viel Geld ausgeben würde, um für die beiden ihr Paket zu schnüren. Kann doch wohl nicht wahr sein. Stattdessen möchte ich nochmal versuchen, das Wildschwein zu erlegen hier. Das ist ja wieder zurückgekommen. Vielleicht ist das immer noch verletzt. Das verletzte Wildschwein, das wir schon mal jagen wollten. Aha, diesmal hat es geklappt. So, dann haben wir dieses Bild hier auch erstmal wieder aufgeräumt. Hier gibt es gerade nichts mehr zu tun. Unser Bauernhof ist das übrigens. Der Hof, von dem wir stammen, der abgebrannt ist. Zu Beginn des Spiels. Okay, so, aber wo gab es denn? Sie kauft Lebensmittel. Dann war das, glaube ich, beim... Bei der Mühle, ne? Hier? Ne, hier. Der hat, glaube ich, Werkzeug gehabt. Das Gehöft. Genau, hier gibt es eine Axt. Für 24. Ja, komm, gib mir mal eine. Ich könnte natürlich auch direkt mal mehr mitnehmen, weil man ja meistens das Zeug verbraucht. So, haben wir hier jetzt noch irgendwas gerade, was wir erledigt haben oder erledigen können? Ach, wir brauchen ja noch Körbe. Genau, für Blüten und so weiter. Wo gab es die Körbe wiederum? Hier nicht. Der Bauer ist zufrieden, weil seine Ernte gerettet ist. Ach ja, genau, wir haben ja hier die Wildschweine erlegt. Habe ich gar nicht mit ihm drüber gesprochen. Seine Ernte gerettet ist. Zur Belohnung gab er mir ein wenig Gemüse.
Besser als nichts. Gemüse. Naja, besser als nichts. Okay, hier haben wir ein bisschen Gemüse bekommen. Okay, hier brauchten wir, glaube ich... Was brauchten wir? Hier brauchen wir auch den Hammer. Holz brauchen wir hier. Und hier oben brauchen wir eben die Körbe. Wo gab es die denn zu kaufen? Weiß ich jetzt auch schon wieder nicht mehr. Okay, jetzt können wir aber hier... Nein, können wir nicht, weil wir wieder nicht genug Kraft haben. Oh mein Gott! Okay, wir müssen erst wieder irgendwo rasten und Energie herstellen. So, wir müssen wieder irgendwo rasten. Was haben wir denn? Wir könnten da rasten. Okay, wir haben weder Brot noch Obst. Das heißt, wir müssen eigentlich schon wieder ins Gasthaus gehen. Am besten. Und müssen wieder für Geld rasten. Ah, warte mal. Wir kriegen ja 20... Wir kriegen doch 20 Punkte, unabhängig davon, wie viel wir vorher hatten an Kraft, oder? Also eigentlich wäre es immer clever, die restliche Kraft zu verbrauchen, nehme ich an. Weil wir werden danach ja keine 23 haben, oder? Das testen wir gerade mal aus, jetzt wo wir 3 haben. Ich glaube, danach haben wir... Es wird einfach auf 20 aufgefüllt. Oder? Genau, plus 20. Aber das ist keine echte... Ja doch, tatsächlich. Es ist doch eine echte plus 20. Also wir können Kraft, die wir vorher schon hatten, geht nicht verloren. Okay, dann muss ich die also nicht immer aufbrauchen. Na gut, so, können wir jetzt hier hinten was tun? Hier, yay, ein Häkchen. Die Straße nach Osten ist durch umgestürzte Bäume versperrt. Hoffentlich bekommen wir auch noch ein bisschen Holz dafür. Ja, cool. So, jetzt können wir noch den Mann hier. Ich fand einen Mann, der sich zwischen den Bäumen versteckt hatte. Er scheint verängstigt und verwirrt zu sein. Endlich erzählte er mir etwas über sich selbst. Er ist der Gehilfe eines Anglers. Er ist so verwirrt, dass er den Weg ins Dorf nicht finden kann. Der sieht auch ein bisschen verwirrt aus, tatsächlich. Oh, hallo Mokai. Schönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen hier. Das ist ja krass, so ein tolles Spiel zu spielen. Kennst du es tatsächlich? Die meisten hier kennen es nicht. Ich auch nicht, natürlich. Nur der Ossel. Ossel kennt das Spiel. Okay, ansonsten geht es im Chat gerade um diverse Metroidvania-Spiele. So, also wir haben den Gehilfen gefunden. Den können wir zurückbringen. Einer der Angler vermisst seine Gehilfen. Vor 2 Tagen... Ach ja, genau. Das ist immer der gleiche Text. Frau 87, merken Sie sich, das ist immer der gleiche Text. Ich brachte ihn zurück ins Dorf. Der Angler war froh, dass ich seinen Gehilfen gefunden habe. Er dachte schon, dass er ihn niemals wiedersehen würde. Und ich bekomme 2x Ruf und 2 Fische. Du Narr, wo hast du so lange gesteckt? Hast du den Ring? Oha. Nein, habe ich nicht. Such ihn doch selber. Aha, es gibt den Ring im Wald zu finden. Wenn ich gewusst hätte, dass ein Geist auf mich wartet, wäre ich niemals dorthin gegangen. Okay. Also er sollte den Ring bekommen von dem Geist, aber der Geist vermisst ja den Ring schon. Also irgendjemand hat ihn schon genommen, vermutlich. Verdächtiger, äußerst verdächtig. Ich hörte, wie sich 2 Angler stritten. So langsam verstehe ich, was auf dem Friedhof vor sich geht. Tue ich? Tue ich nicht. Als ich den Gehilfen des Anglers zur Rede stellte, gestand er mir die Wahrheit. Er gab zu, das Grab auf dem Friedhof ausgeraubt zu haben. Er und der Angler wollten Jacks goldenen Ring stehlen. Aber er hat doch gerade gesagt, er hat den Ring nicht, oder? Er fand den Ring, aber lief fort, als der Geist erschien. Als er davonrannte, verlor er den Ring. Er schwört, dass er die Wahrheit sagt. Oh Gott, muss ich jetzt den Ring hier irgendwo entdecken? Dann sprechen wir erstmal wieder mit Jacks Schwester. Ich habe die Errungenschaften auf 100% gemacht und die anderen Teile auch gespielt. Ach, cool. Ja, wunderbar. Ja, Ossel hat auch alle Teile. Und die sind auch im Moment durch den Summer Sale ordentlich reduziert. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mir die anderen Teile auch noch
hole. Einfach ist ja so ein sehr entspanntes Spiel für zwischendurch, tatsächlich. Ich erzählte Jacks Schwester, wer daran schuld ist, dass ihr Bruder nicht in Frieden ruhen kann. Sie bat mich, nach dem verlorenen Ring zu suchen. Wenn der Gehilfe die Wahrheit gesagt hat, müsste der Ring hier irgendwo rumliegen. Yay! So, wo erscheint hier jetzt ein Ring? Da ist er doch. Da haben wir den Wimmelwildanteil des Spiels. Okay, wir haben den Ring. Ich esse jetzt Eis mit Karamell. Boah, lecker. Ja, guten Appetit dir. Wäre jetzt nicht mehr meine Uhrzeit und mein Wetter für Eis, aber eigentlich... Eis mit Karamell? Sie bat mich, nach dem verlorenen Ring zu suchen. Ich weiß, das ist der gleiche Text. Jacks Schwester freute sich sehr, als ich den Ring fand. Sie bat mich, den Ring zurück zu Jacks Grab zu bringen. Ich hatte ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass sie sich allein dorthin trauen würde. Okay. Also, ich bringe den Ring zurück. Ich muss den Ring ins offene Grab legen und eingraben. Natürlich brauche ich eine Schaufel dafür. Ist ja klar. Absolut naheliegend. Ich gehe erstmal weiter. Ich hole mir irgendwo eine Schaufel und komme dann wieder. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Das ist das Coole daran. So, und jetzt sehen wir nochmal ein neues Bild. Hallo Fremder, suchst du Arbeit? Aha. Jetzt haben wir natürlich hier doch da sind Pilze. Ich wollte sagen, jetzt haben wir genau hier nichts. Und hier sind, hier ist ein Nest mit Eiern. Ich habe so viele Eier. Okay, ja. In jedem neuen Bild sind dann immer wieder solche Dinge versteckt. Beziehungsweise bekommen wir nach und nach die Möglichkeit, Dinge zu finden. Und können dann auch rückwirkend halt wieder, können dann wieder zurückgehen und Sachen finden. Also irgendwann hieß es dann plötzlich, hey, hier gibt's Pilze und so. Und ab da konnten wir die dann in den Bildern finden. Ist echt schön gemacht eigentlich. Gefällt mir. So, brauchst du Arbeit hier? Der Holzfäller hat einen Auftrag für mich und will mich dafür in Gold bezahlen. Ich muss ihm nur beim Holzsägen helfen. Ja, okay, wir haben gerade alles, was dafür benötigt wird. Von daher machen wir das doch. Das war harte Arbeit. Mir ist sogar die Säge zerbrochen. Natürlich ist sie das. Ich habe halt nichts mehr an Werkzeug. Für solch harte Arbeit hätte ich mehr erwartet, aber immerhin gab er mir ein altes Geweih, welches wertvoll sein könnte. Okay, das Geweih brauchen wir ja unter anderem tatsächlich für den Jäger Brand, der uns noch das Jagen beibringen will. Ich glaube natürlich, also es ging ja darum, dass wir uns unter Beweis stellen sollen und als würdig erweisen, seiner Lektion quasi. Dann war natürlich die Idee dahinter, dass wir selbst ein Geweih erjagen. Jetzt bekommen wir es auf andere Weise, aber wir brauchen eben auch für die gleiche Sache, brauchen wir eine Bärentatze. Und ich sagte ja schon, wenn ich es schaffe, einen Bären zu erlegen und ihm die Tatze abzunehmen, dann brauche ich seine Lektion auch nicht mehr. Also von daher war schon irgendwie mehr oder weniger klar, dass wir das eventuell auch auf andere Weise bekommen, als selbst zu jagen. Okay, so, und hier haben wir jetzt noch einen Holzfäller. Der Holzfäller macht sich Sorgen um seinen Kollegen, der nicht von der Lichtung im Osten zurückkehrte. Ich sollte versuchen, ihn zu finden. Okay. Aua! Oh nein! Da brauchen wir bestimmt wieder einen Heiltrank. Ich fand einen verwundeten Holzfäller. Er liegt auf dem Boden und windet sich vor Schmerzen. Ich muss ihm so schnell wie möglich helfen. Genau. Ich gehe erstmal Eier sammeln. Und Pilze. So. So schnell wie möglich müssen wir dem Mann helfen. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Im nächsten Stream. Ich muss nämlich langsam zum Ende kommen. Ihr wisst ja, unter der Woche höre ich ja um 22 Uhr auf. Und wenn ich mal so auf die Uhr schaue, dann haben wir das schon wieder überschritten, die Uhrzeit. Schade eigentlich, ich bin nämlich gerade tatsächlich einigermaßen drin hier. Ich würde jetzt auch gerne noch weitermachen. Ich finde es auch ganz cool, das Spiel ist total entspannt und ja, lässt sich sehr, sehr locker, flockig so von der Hand spielen, ohne irgendwie zu stressen oder sonstiges. Und ich würde tatsächlich damit weitermachen, wenn ihr das auch wollt, also nicht jetzt sofort, sondern dann künftig. Können wir das gerne noch weiterspielen. Und wie gesagt, ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, die anderen Teile, jetzt gerade wo sie auch im Sale sind, mir die anderen Teile auch noch zu holen. Da lässt sich dann auch drüber reden, ob man das gemeinsam macht oder nicht. Auch vielleicht, um zu sehen, wie sich das entwickelt hat, ob es dann doch vielleicht noch ein bisschen freier wird irgendwann. Das kann der Ossel uns vielleicht sagen.
Jetzt ist es ja relativ linear, immer zu schauen, ne, ich brauche das, wo kriege ich das? Das muss ich holen, um da weiterzukommen und so weiter. Und mit der Kraft haushalten ist bis jetzt auch noch nicht so schwierig. Vielleicht ergibt sich das ja irgendwann noch. Aber ich finde es tatsächlich ganz cool. Also von daher würde ich es weitermachen. Möchtest du zum Hauptmenü zurückkehren? Dein Spiel wird gespeichert. Ja, ich will. So, sehr cool. Ja, wir haben schon die ersten paar Auszeichnungen erhalten. Haben die Geschichte kennengelernt, wissen, worum es geht, wissen, wie es sich spielt. Und ja, können wir dann bei Gelegenheit weitermachen. Ist auf jeden Fall ein schönes altes Spiel. Darum ging es ja, sich heute ein Spiel anzuschauen, das mindestens 10 Jahre alt ist. Und ich glaube, da habe ich eine gute Wahl getroffen. Würde ich auf jeden Fall weiterspielen.